Hey ihr, herzlich willkommen zu einem Video aus der Star Stable Horses App. Denn gestern Nachmittag ist es reingekommen, das gescheckte Gotland Pony, was die Grafikerin Nomi schon auf Instagram angekündigt hatte, als das Gotland Pony ja entwickelt wurde, sage ich jetzt mal. Ich möchte es gerne ja nicht komplett mit euch großziehen, aber ich möchte es 2-3 Tage mit euch begleiten. Ich werde das Ganze auch simultan am Handy machen, denn ich habe nicht jeden Tag Zugriff auf den PC. Das heißt, ich werde es eher vom Handy ins Spiel reinholen. Aber ich möchte simultan, wie gesagt, ein bisschen am PC aufnehmen, dass ihr auch ein kleines bisschen beim Aufwachsen dabei seid. So, ich habe mir schon einen Namen überlegt vorhin. Und zwar... Da es ja ein Fohlen ist, einer schwedischen Rasse, jetzt muss ich erstmal gucken, wo es hier ist. Wo haben wir es denn? Es ist noch nicht drin. Ich muss, glaube ich, erst meine App patchen. Juhu, bis gleich. So, jetzt ist es aber gepatcht. Da es ja eine schwedische Rasse ist und es so ein bisschen in Richtung Norden geht. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich irgendwas mit North nehme. Habe ich mich dann aber doch dagegen entschieden. Da ist es. Interessant, das Fohlen ist hier genauso groß wie das ausgewachsene Pony. Da ich aber keinen Namen mit North haben wollte und ich das so ein bisschen in Richtung Wikinger-mäßig vielleicht anlehnen wollte, habe ich mir gedacht, dass ein sehr, sehr cooler Name... Wo ist es denn? Little Warrior wäre. Also wird es Little Warrior und der Spitzname, ihr Lieben. Der Spitzname des Fohlens wird wie in Assassin's Creed Valhalla Eivor werden. Weil so können wir uns nämlich auch noch überlegen, ist es eine Stute, ist es ein Hengst, weil Eivor ist scheinbar ein geschlechtsneutraler Name. Jedenfalls heißt der Hauptcharakter in Valhalla immer Eivor, egal ob man den weiblichen oder den männlichen wählt. Das war so meine Idee dahinter. So, ziehe dein Fohlen zu einem zufriedenen und gesunden Pferd groß. Genau, ich werde das nämlich jetzt mal kurz erklären. Es ist so, dass ihr hier in dieser App ein Fohlen auswählen könnt. Ihr könnt auch hier in den Stall gehen, könnt mehrere Fohlen aufnehmen, aber nicht so unheimlich viele. Ein weiteres würde gehen, in der Theorie. Dann kommt ihr wieder in dieses Pferdeerstellmenü. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Nee, zwei weitere gehen. Und die beiden Punkte hier hinten, die müsstet ihr bezahlen zum Freischalten. Und ihr levelt das Pferd hier, bis es auf Level 10 ist. Dafür habt ihr immer eine begrenzte Anzahl an Aufgaben, die ihr erledigen könnt am Tag. Und dann, wenn das Level 10 ist, dann könnt ihr es zu dem Preis, den es auch in-game kostet, also in diesem Fall 750 Starcoins, dann eben von eurem Handy oder eben, wenn ihr die App am PC nutzt, über einen Emulator wie ich jetzt, könnt ihr das dann ins Spiel übertragen. Wie gesagt, zu dem Starcoins-Preis, den es halt eben auch im Spiel hat. Da ihr das dann aber in der App schon auf Level 10 gebracht habt, kommt das Pferd dann auch direkt auf Level 10 ins Spiel rein. Das heißt, ihr spart euch das Leveln. Das kann natürlich Fluch und Segen sein, wenn ihr das Pferd einfach nur schnell auf einem Chumpy-tauglichen Level haben möchtet, also möglichst schnell auf Level 15, dann ist es natürlich sehr praktisch. Denn... Es ist unmöglich, im Spiel so schnell mit so wenig Aufwand Level 10 zu erreichen, wie es hier über die App möglich ist. Das geht halt wirklich deutlich, deutlich schneller. Aber, wie gesagt, ich kann auch die verstehen und dazu gehöre ich auch teilweise, die dann wirklich sagen, oh, dann habe ich ja schon 10 Level, die ich gar nicht mehr leveln muss. Dann habe ich ja nur noch 5 Level, bis das Pferd ausgelevelt ist. Ich würde eigentlich gerne viel, viel mehr vom Levelprozess mit dem Pferd erleben. Es wäre schön, wenn das gehen würde. Leider. Oh, alles gut. Ja, alles gut. Das ist wirklich hier. Wie gesagt, kleiner Wikinger hier. Oder auch eine Schildmaid. Können wir uns überlegen, was es dann wird. Das ist halt wirklich auch schön mit den unterschiedlichen Augenfarben hier, ne? Finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist halt Fluch und Segen zugleich. Das hier ist jetzt auch wieder eine Farbe, die es eigentlich beim Gotland Pony nicht geben würde, weil das Gotland Pony einfach keine Gene für Scheckungen drin hat. Genauso wie der Splash White, den wir schon im Spiel drin haben. Juhu! Level 2! Und wir können direkt weitermachen.
ist das ja eigentlich auch eine Farbe, die eigentlich so im Spiel nicht oder eigentlich nicht so verfügbar ist im echten Leben, wenn keine andere farbige Rasse reingekreuzt wurde. Aber ich finde die Farbe trotzdem genial. Ich finde sie wunderschön. Als ich das Bild von Nomi gesehen habe, wow, habe ich einfach direkt gesagt, das muss rein. Das muss rein. Und dann fehlen mir tatsächlich nur noch der Splashed White aus dem Spiel und der Braune aus dem Spiel. Wenn denn... Na, das kleine Möhrchen. Ja, ne, Möhrchen sind gut, ne? Oh, Möhrchen sind super gut. Aha. dann fehlen mir tatsächlich nur noch diese beiden. Und ganz ehrlich, die finde ich auch so grandios. Ich finde die ganze Rasse so spitzenmäßig, dass ich mir das... Ah, hier geht's besser, wenn wir langsamere Bewegungen... Ja. Ich finde die Rasse so grandios, dass ich mir die wahrscheinlich über kurz oder lang auch noch holen werde. Mich hat die wirklich auf ganzer Linie begeistert. Ich habe es euch schon im Fazit gesagt. Ich habe es euch in den bisherigen 4 Kaufvideos gesagt. Ja, und wie gesagt, hierzu werde ich wahrscheinlich 2, 3 Videos machen. 2 auf jeden Fall. Das erste seht ihr jetzt, das zweite auf jeden Fall, wenn es dann erwachsen ist. Es wird ja auch in der App dann erwachsen. Und dann wird natürlich auch noch eine Art Kaufvideo kommen, wo wir das eben genauso machen im Spiel, wie wir das sonst machen, halt nur ohne den Kauf, weil dann ist es ja schon drin. Das wird dann also auch noch kommen. So, und jetzt haben wir hier das erste Training an der Longe. Prima. Fein machst du das. Ui. Guck mal, was arbeitet das toll mit? Fein. Super. Und damit haben wir Level 3 erreicht, haben aber für heute die Aufgaben abgeschlossen. Man kann pro Tag immer nur eine gewisse Anzahl von Aufgaben machen und dann wird man einfach gezwungen, einen Tag länger zu warten. Es gibt auch die Möglichkeit, bevor es jemand sagt, Mensch, Kali, du musst doch nicht warten. Ja, es gibt auch die Möglichkeit zu bescheißen. Ich werde jetzt nicht sagen, wie das geht, weil ich nicht möchte, dass das hier bei mir noch jemand lernt. Aber ich habe es gerade schon quasi dazu gesagt, indem ich das nicht so erfreute Wort bescheißen gewählt habe. Ich bin kein Fan davon, irgendwas zu missbrauchen. Und das ist halt einfach, ja, es ist ein Trick. Aber ich finde, Star Stable hat es nicht so gedacht. Ansonsten hätten sie diese Sperre hier nicht reingemacht. Und von daher will ich das nicht machen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man das macht. Deswegen distanziere ich mich da ganz, ganz klar von. Und jo, wir ziehen auf jeden Fall Eivor auf unsere Art und Weise groß, wie es von der App eben auch gedacht ist. Ja, ihr Lieben, holt ihr euch das Pony auch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns weiterhin in Star Stable und anderen Projekten sehen würden. Und natürlich, wenn ihr auch den weiteren Werdegang von Eivor verfolgen würdet. Also, bis dahin. Tschüss!